Habe die Ehre, aus dem Biosphärenparkhaus in Sonntag aus dem großen Walsertal. Wir sind wieder eingerichtet in unserer wunderschönen Schausennerei-Küche und unser nächster Gast ist ein ganz besonders interessanter auch, der Herr Kurt Stark. Er ist nämlich Obmann der Genussregion Großwalsertal. Was gibt es denn in einer Genussregion zu genießen? Viele Sachen, hoffe ich. Wie Sie beim Hereinfahren durch das Walsertal schon sehen konnten, gibt es bei uns wirklich sehr, sehr vieles zum Erleben und zum Genießen. Aber die Bezeichnung Genussregion bezieht sich immer auf ein Leitprodukt, das sozusagen eine Visitenkarte für eine Region darstellen soll. Und bei uns ist es der Bergkäse, der bei uns den Namen Walserstolz trägt. Und Walserstolz ist eine Marke, der den Bergkäse kreiert, der hier in der Region produziert wird. Also das heißt, die Milch muss zu 100% hier aus der Region stammen und der Käse muss gleichzeitig hier in der Region verarbeitet werden. Und somit hat der Konsument die 100%ige Garantie, Sicherheit, wenn er im Regal zu einem Walserstolz greift, ich habe einen Käse aus einer Bergregion. Und dieser Käse ist natürlich erzeugt und trägt auch vielleicht den Beinamen Bioerzeugnis, wie auch immer. Ich will jetzt in eine bestimmte Richtung, Herr Stark. Mhm. Es wird sehr viel Unfug getrieben mit diesem natürlich erzeugt, mit diesem Bio, mit diesen Worten Heumilch etc. und so weiter. Wie können Sie mir vermitteln, als Obmann der Genussregion, wie ich mich zurechtfinden soll, wenn ich vor einem Regal stehe, wo Bio draufsteht? Was heißt für den Konsumenten Bio und was heißt es für den Fachmann? Das Beste für den Konsument ist es, selbstverständlich nicht für jeden möglich, aber wirklich das Beste ist, wenn er sich die Region und die Art, wie die Landwirte hier ihre Flächen bewirtschaften und wie sie ihr Vieh halten, wenn man das an Ort und Stelle anschauen kann. Das wäre das Einfachste. Aber es gibt natürlich auch gesetzliche Richtlinien, es gibt gesetzliche Grundlagen und die sind im Bio-Bereich einfach höher gesetzt und stärker gesetzt als im konventionellen. Es gibt auch dort die gesetzlichen Richtlinien, man darf nicht immer und überall alles machen, aber beim biologischen Landbau sind die nochmals verstärkt und die werden selbstverständlich auch geprüft. Also das heißt, jeder Biolandwirt lässt Prüfungen über sich ergehen, sowohl angemeldet wie auch unangemeldet. Sie sind ja selbst Biolandwirt. Richtig. Das heißt, bei Ihnen wird kontrolliert und was schaut sich da ein Kontrolleur an? Der Kontrolleur schaut sich so ziemlich alles an, was mit dem Betrieb zu tun hat. Ja. Das beginnt, wie die Tiere gehalten werden, also die Haltungsrichtlinien, da ist der Auslauf sehr, sehr wichtig. Und da haben wir bei uns ja auch recht wenig bzw. keine Probleme, weil ja die Kühe im Sommer auf den Almen sein dürfen und auch Herbst und Frühjahr die Weideflächen betreten können und somit nur im Winter eine recht kurze Zeit bzw. fast alle Landwirte haben auch im Winter die Möglichkeit, die Kühe für kurze Zeit, wenn es nicht gerade zu stark stürmt, aufs Freie zu bringen. In weiterer Folge stelle ich ganz, ganz wichtiger Punkt, das Futter, dass das auch die Herstellung biologisch basiert. Das heißt, kompletter Verzicht auf Düngemittel, was aber auch im konventionellen Bereich so ist. Und der Medikamenteneinsatz ist im Bio-Bereich auch nochmals beschränkt. Aber nicht ausgeschlossen. Genau, zu dem Wort, ja, ist nicht ausgeschlossen, weil es kann ja nicht sein, es gibt bestimmte Krankheiten, wo einfach die Medizin so weit ist. Klar nimmt man dann auch die naturverträglichsten Mittel, aber es darf nicht sein, dass irgendeine Kuh oder irgendein Tier eine Krankheit an einer Krankheit leiden muss, nur weil es heißt, ich darf ihr mit diesem Medikament nicht helfen. Das ist aber dann in der Obhut eines Tierarztes, also diese Entscheidung zu treffen. Okay, da holen Sie sich dann Rat ein von diesem einem Tierarzt, genau, richtig, der Ihnen da weiterhilft. Richtig.
Aber Sie als Biobauer, Verzeihung, Sie als Biobauer treten mit einem, sagen wir mal, mit einer weißen Weste vor den Konsument und sagt, kommt zu mir schauen, zum Beispiel zu Ihnen als Biobauer, kommt mal zu mir schauen, dann seht ihr, wie ich die Tiere und halte und wie ich die Produkte erzeuge. Und da stehen Sie mit einer weißen Weste da und können das beweisen sozusagen. Also ich stehe mit einer weißen Weste da gegenüber dem Konsument und ich bin überzeugt, dass das auch meine Berufskollegen hier im Tal, hier in der Region genauso sind. Jetzt investieren Sie in diese Natürlichkeit zur Entstehung von Qualitätsprodukten sehr viel Zeit natürlich, aber auch Geld. Das heißt, das Endprodukt wird am Schluss ein bisschen teurer im Regal stehen. Das wird jetzt der Vorwurf sein. Ja, ja, man kann ja immer, nach oben hin gibt es ja keine Grenze. Mhm. Würden Sie jetzt das dem Konsumenten verkaufen, dass er doch das etwas teurere Produkt nehmen soll? Das ist eine interessante und nicht so leicht zu beantwortende Frage. Grundsätzlich möchte ich vielleicht eine Stufe tiefer anfangen. Um Biobauer zu werden, brauchst du die richtige Einstellung im Kopf. Mhm. Das heißt, ich muss im Kopf schon so weit sein, dass ich Biobauer bin und habe in erster Linie nicht den Erlös des Produktes an oberster Stelle, weil einfach andere Faktoren auch noch mitzählen. Mhm. Dem Konsument gegenüber ist es sehr, sehr wohl erklärbar, dass mit den gegebenen schwierigen Umständen, also schwierigen Produktionsmitteln und Möglichkeiten, wie ich am Anfang erzählt habe, dass er für dieses Produkt einfach ein bisschen tiefer in die Tasche greift. Allerdings möchte ich dazu auch sagen, im Jahresverbrauch bin ich überzeugt, dass wenn jemand zum Bioprodukt greift, dass er nicht teurer konsumiert wie sonst, weil, und jetzt kommt das Warum, weil ich auch überzeugt bin, dass jemand, der zum Bioprodukt greift und das auch einkauft, einfach bewusster im Regal schaut, was nehme ich mit und dementsprechend auch zu Hause nur die Ware hat, wo er genießt und möglichst wenig Ware hat, wo er dann nicht mehr genießen kann. Man merkt die Leidenschaft heraus, die er als Biobauer mit sich bringt, der Herr Stark. Man merkt seine Leidenschaft heraus, mit der er für die Genussregion eintritt im Großen Walsertal. Wo sieht er denn die Organisation Großes Walsertal touristisch, wie jetzt mit Biosphärenpark und mit seinen Naturprodukten in der Zukunft? Mhm. Vielleicht mit dem Tourismus oder so. Mhm. Haben Sie da irgendwelche Pläne oder Visionen? Natürlich hat man Pläne und Visionen. Aber wenn man die jetzige Situation bei uns im Walsertal anschaut, auch von der touristischen Seite, wir sind mit der Ernennung, mit der UNESCO-Ernennung zum Biosphärenpark Großes Walsertal hier auf einem sehr, sehr guten Weg, weil es ist auch dort die Philosophie der Zusammenarbeit und für mich ist auch so ein Schlagwort, die regional und fair. Mhm. Ja, und das passt auch sehr gut in beide Bereiche, dass man hier einfach schaut, dass ich regional fair miteinander, mit den Menschen umgehe und ich als Skilehrer spüre das auch im Tourismus, bei den Gästen, wenn Leute aus der unterschiedlichsten Regionen weltweit zu uns kommen und einfach das, was es bei uns hier gibt, auch dementsprechend wertschätzen. Und das gibt dann auch mir die Hoffnung oder die Freude, dass wir auf einem recht guten Weg sind. Und diesen Weg möchte ich weitergehen. Nicht nur diesen Weg weitergehen, er wird auch noch ein Fest zelebrieren, der Herr Stark. Ein 10-jähriges Jubiläum steht an, heuer. Mhm. Können Sie da ein bisschen Einblick gewähren schon? Es steht das 10-jährige Fest der Genussregion an. Und jetzt möchte ich zur Grund,
Nennung der Genussregion kommen. Wir sind die Genussregion Großwalsertaler Bergkäse, sprich Walser Stolz. Und wir waren vor 10 Jahren bei den ersten Regionen österreichweit dabei, die diese Auszeichnung bekamen. Und dass wir dazu mal schon auf einem sehr, sehr guten Weg waren, zeigen die unterschiedlichsten Auszeichnungen, die wir seit damals bekommen haben. Was sind das für Auszeichnungen? Das ist zum Beispiel einmal in diesem herrlichen Raum, wie wir hier jetzt sind, da gibt es das Erlebnissennen. Ja. Ja, und das Erlebnissennen, da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, wo wir das in Wien am Heldenplatz präsentieren durften. Ja. Okay. Und Sie können sich vorstellen, wie das war. Dass sich viele Menschen konnten sich im ersten Moment darunter nichts vorstellen. Ja, wie kann ich dabei sein, wenn ein Produkt, ein Käse erzeugt wird? Und das hat so großen Anklang gefunden. Ja, und da haben wir den ersten Preis erzielt. In Form von Unterstützung oder Urkunde mit Auszeichnung? Das ist natürlich in erster Linie Urkunde mit Auszeichnung. Das heißt, das war der mediale Wert. Ja, klar, war dementsprechend da. Es gab noch Pressemitteilungen. Ja. Und natürlich gab es auch einen geringfügigen Geldbetrag. Aber es geht mehr um die Image-Geschichte und die Image-Sache. Und die war sehr, sehr gut. Dass diese Sache noch so gut weiterläuft, das wünschen wir Ihnen alle. Dass Sie mit Ihrem Team die Marke Genussregion Bergkäse Walser Stolz weiterhin so engagiert und mit viel Liebe und Herzblut nach außen tragen. Für das wünschen wir Ihnen und Ihrem Team viel Glück. Wir sagen Danke. Danke fürs auch. Dabeisein und den Besuch in diesem herrlichen Gebäude und unserer Location. Und ich sage Danke fürs Zuschauen.